Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Jan-Peter Wessels schaut sich nochmal um. Hat die Pfeife im Mund und pfeift jetzt an. Tim Schmidt stößt für Schalke an. Die Gäste in Königsblau im ersten Durchgang von links nach rechts. Die Gastgeber in Schwarz und Rot von rechts nach links. So ist es auch Munsters, macht es flach in die Mauer, bekommt aber die zweite Möglichkeit auf seinen Bruder. Und das ist das 1:0 für Lippstadt. Job Munsters auf Nick Munsters. Die Zwillinge in Kombination. Und die erste Torraumszene sorgt für den ersten Treffer in dieser Partie. Saisontreffer Nummer 6 für den 22-Jährigen. Hier sehen wir es nochmal. Der Freistoß ursprünglich nicht gut, aber er bekommt die zweite Möglichkeit auf den Fuß serviert. Und in der Mitte ist es dann sein Bruder Nick, der den Ball direkt nimmt und flach neben dem Pfosten setzt. Keine Abwehrmöglichkeit für Julius Paris. Auftakt nach Maß für den Spielverein. Entweder Kaparos mit rechts oder, davon gehe ich aus, Amadin mit links direkt. Amadin probiert es direkt an die Latte. Starker Versuch. Und zweiter Versuch. Meisel kann sein Tempo aufnehmen. Kelsey Meisel in die Spitze Richtung Boboy. Der macht den Ball fest. Gute Drehung vom Innenverteidiger. Möglichkeit zum Ausgleich. Knapp am kurzen Pfosten vorbei. Dieser Abschluss von Königsblau. Gut kombiniert. Und dann der Abschluss von Finn Eiserholt. Dem Ex-Lippstädter knapp vorbei. Meier bleibt hängen. Und jetzt ein guter Steckpass in den Lauf von Nessen Amadin. Der hat sich Munsters davon gestohlen. Amadin! 1-1! Das ging viel zu einfach. Es war ein wunderbarer Steckpass. Amadin überläuft Munsters und setzt den Ball dann eiskalt ins lange Eck. Und die Liebe der Arena wird erstmal ein wenig leiser. Wir schauen nochmal drauf. Ein wunderbarer Ball in den Lauf auf die Brust von Amadin, der sich davon geschult hat und aus 16 Metern mit ganz viel Wucht ins lange Eck zu seinem 10. Saisontreffer bereits. Der Top-Torjäger der Königsblauen. Und Heiserholt wird erstmal zurückgetrieben. Und mit einem dicken Fehler. Heiserholt mit dem Ballverlust. Die Möglichkeit zum 2:1. Meier mit der zweiten Chance. Nein, Julius Paris vereitelt gegen Fatih Shufuk. Wir hatten hier schwungvolle 10, 15 Minuten inmitten dieses ersten Durchgangs. Seitdem ist aber wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Jetzt aber eine gute Aktion von Schmidt in den Lauf von Meisel. Meisel im 1-gegen-1 und Schalke führt. 33. Minute. Eine klasse Aktion von Tim Schmidt beim Assist und auch im zweiten Startelf-Einsatz trifft Kelsey Aninkora Meisel gegen Felbert das doppelt und hier macht er schon mal den ersten. Bleibt cool im 1-gegen-1 gegen Steffen Westphal. Vierter Saisontreffer für den 19-Jährigen. Und das war richtig klasse gemacht von Tim Schmidt, der gelernter Innenverteidiger ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Meisel, der behält einfach die Coolness. Und jetzt ist Lippstadt natürlich umso mehr gefordert. Kohl. Richtung Altun. Platzfehler begünstigt da den Ball für Lippstadt. Boboy wollte den eigentlich weglassen. Altun mit der Übersicht für Viktor Meier. Und der Ball ist nicht drin. Was für eine Rettungstat von Malik Talabidi auf der Linie. Ball dürfte auch noch am Pfosten gewesen sein. Und er feiert das, als hätte er gerade getroffen. Wir sehen das hier nochmal. Alles begünstigt durch den Platzfehler. Dann ist Meier im Rückraum frei und Talabidi lenkt den Ball da im Liegen mit dem gestreckten Bein an die Latte.
ganz wild alles. Es geht weiter mit Vorteil Schalke und Klann fängt den Ball ab. Und guter Ball in die Spitze auf. Viktor Meier scheitert an Julius Paris, der erneut im 1 gegen 1 die Oberhand bellt. Erneut richtig stark vom Keeper. Aber Lippstadt weiter am Ball. Örnig nochmal auf Munsters. Und jetzt steht es nicht 2-2, weil er den am langen Eck vorbeisetzt. Den Doppelpack verpasst. Schmidt kommt da ran, war für mich etwas arm dabei und es gibt den sehr, sehr aussichtsreichen Freistoß aber. Es war außerhalb, ganz knapp. Es gibt die gelb-rote Karte. Jetzt gibt es auch noch den Feldverweis dazu gegen Yusuf Örnek. Der hatte schon gelb. Amadin mit Gefühl oder Kaparos mit purer Gewalt. Das sind die beiden Optionen. Es macht Amadin knapp drüber. Bringt den auch mit rechts zum Tor hin. Kommt nah vor das Tor. Ja, sie bekommen den Ball nicht geklärt. Das ist die Möglichkeit. 3-1. Malik Talabidi. Vorhin noch überragend gerettet. Und jetzt trifft er. Und da ist der Jubel riesengroß. Die Erleichterung bei Königsblau. Und jetzt wird es eine Herkulesaufgabe für die Lippstädter. Aber Lippstadt gibt sich hier nicht auf. Aber die Räume werden natürlich mehr. Kelsey Meisel hat da viel zu viel Platz. Da kann er sein Tempo wieder ausspielen. Meisel probiert es mit dem Pass auf Pöppel. Fast der Doppelschlag. Und das wäre es dann endgültig gewesen. Munsters schickt Viktor Meier. Der hat da Platz zwischen den Innenverteidigern. Kommt er da durch? Nein, stark abgelaufen. Vom Boboy. Klärungsaktion, aber nicht ganz optimal. Landet bei Lee. Erste Aktion für den Koreaner. Hat er die Übersicht? Ja, da ist Ufuk. Der kann schießen. Verlängert aber nochmal. Und jetzt die Möglichkeit für Munsters. Langer Ball Richtung Kiamfi. Der nimmt den direkt, bekommt die zweite Möglichkeit und probiert es mit dem Abschluss. Kiamfi knapp vorbei am langen Eck und Westphal war da noch dran. Amadin. Und wieder Kiamfi. Schöner Übersteiger vorbei an Altung. Kiamfi Richtung Lasogga. 4-1. Deckel drauf. Pierre-Michel Lasogga. Mit seinem ersten Treffer nach der Verletzungspause, 68. Und jetzt wird's nahezu unmöglich für den Spielverein, hier noch was mitzunehmen. 5. Saisontreffer für den 32-Jährigen. Und wir sehen hier nochmal die Wiederholung. Kiamfi macht das klasse auf dem Flügel. Und Lasogga steht dann genau richtig. Grace, Honore, Okake, Volufe. Nochmal Balleroberung von Kiamfi. Da kommt auch wenig Gegenwehr. Baluk auf Lasogga. Lasogga an dem Pfosten. Szene läuft noch. Jetzt wird Okake geblockt. Nochmal gut durchgelassen. Baluk hat nochmal Raum und macht noch das 1-5. Es wird richtig bitter für den Spielverein. Schalke kombiniert sich dadurch, wie sie wollen. Ein Haken und ein platzierter Abschluss zum zweiten Saisontreffer für den Belgier Marouane Baluk. Da fehlt dann auch die Gegenwehr. Und die mitgereisten Schalker-Fans, die freuen sich über einen überdeutlichen Auswärtserfolg. Und das war's jetzt. Schalke gewinnt mehr als deutlich mit 5-1 in Lippstadt. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.